Wer sich jetzt fragt, wie häkelt man jetzt Stäbchen über diese Kästchen? Ganz einfach. Ja, wenn man es weiß, ist alles einfach, ne? Die Kästchen füllen mit Stäbchen, genau wie eben. Einfach füllen. Dann über die Stäbchen der letzten Reihe neue Stäbchen darauf häkeln. Maschmarkierer nicht vergessen hochzusetzen, dass wir da unsere Mitte nicht verlieren. Die verliere ich nämlich auch sehr gerne, muss ich mal ebenso sagen. Genau wie jetzt, wo ich auch nicht mehr so ganz genau weiß, was los ist, aber ja, ich schaffe das. Und nach den Stäbchen werden die Kästchen wieder gefüllt. Das ist das ganze Geheimnis dieser Reihe. Dann auch wieder auf die Stäbchen, Stäbchen häkeln. Jo. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es in der Reihe oder zu der Reihe der Reliefstäbchen geht, wo jeder dann selber rausfinden muss, erstmal auf welcher Seite er sich befindet. Zur Info, ich weiß selbst nicht, ich befinde mich jetzt auf der Innenseite, das sehe ich daran, weil ich hier die Knoten innen habe. Also bin ich gleich auf der schönen Seite, auf der Hinreihe. Jetzt bin ich auf der Rückreihe. Sieht man aber auch daran, dass hier kein Faden ist. Das ist dann immer die Rückreihe. Wenn der Faden hier hängen würde, wäre es die Hinreihe. Also muss ich gleich Reliefstäbchen von hinten häkeln. Nein, Quatsch. Doch, von hinten ist ja die Hinreihe. Soll man ja sehen. Die Reliefs. So, dann will ich mal erst eine Pause machen, mich hier rüber häkeln. Ihr wisst jetzt, Kästchen werden mit Stäbchen gefüllt. Bis gleich. So, da wären wir auf der Hinreihe. Wie gesagt, Faden rechts, Hinreihe. Wir starten jetzt sofort mit dem zweiten Reliefstäbchen. Wer jetzt Reliefstäbchen von vorne häkeln muss, ich zeige das. Das Stäbchen auf die Nadel nehmen, Faden holen, einmal durch zwei, zweimal durch zwei, vorderes Reliefstäbchen gehäkelt und das die ganze Reihe. Hintere Reliefstäbchen, die ich jetzt arbeiten muss, damit das Relief vorne sichtbar ist. Ich gehe mit der Nadel von hinten nach vorne durch, nach hinten, drücke das Ganze nach außen, hole mir den Faden, durchziehen, unter dem Stäbchen her. Einmal durch zwei, zweimal durch zwei und von vorne. Von hinten mit der Nadel rein, nach hinten durchdrücken oder nach außen durchdrücken, Faden holen, einmal durch zwei, zweimal durch zwei. Nächstes Stäbchen. Und so wird es jetzt die ganze Reihe gearbeitet, bis auf das letzte Stäbchen. Hier ganz am Rand
Das wird als ganz normales Stäbchen in die dritte Luftmasche wird ein Stäbchen gearbeitet. Das ist dann diese Reliefstäbchenreihe. Die arbeite ich jetzt mal ohne euch. Danach kommt eine Reihe komplett wieder mit Stäbchen, eine Reihe mit Reliefstäbchen, entweder von vorne oder von hinten, je nachdem. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn es dahin geht, dass wir neue Herzen einteilen. Und zwar arbeiten wir dann erstmal eine ganze Reihe Kästchen, also das Muster umgedreht. Was jetzt die Kästchen bei den Herzen sind, werden dann Stäbchen. Und was jetzt die Stäbchen in den Zwischenräumen sind, werden Kästchen. So, ich drücke auf Beenden des Videos. Bis dann.